Test, Test, Test. Um ganz sicher zu gehen. So, Freunde, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mich gerade wieder um die Kamera gekümmert. Sollte jetzt wieder alles funktionieren. Und wir sind nun... Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Die gefluteten Tunnel. Ey, ich werde hier echt mit Texten überhäuft. Das ist unglaublich. Also, ich glaube, so viel, wie ich in der ersten Aufnahmesession von anderthalb Stunden bei, der ersten Aufnahmesession von dem T-Shirt, die drei Parts wohlgemerkt, geschnitten ab, was Texte angeht. Also viel hatte ich nicht in den drei Parts von Justine. Naja, die gefluteten Tunnel. Mein mysteriöser Freund hatte recht. Die Tunnel stehen tatsächlich unter Wasser. Um meinen Abstieg fortsetzen zu können, muss ich die hiesigen Schleusenpumpen finden und den Wasserstand senken. Der Gestank ist schier unerträglich und lässt mich würgen. Aber warum sollte der Saboteur die Tunnel fluten? Was er sich wohl davon versprochen hat? Der wollte wahrscheinlich, also das Schwein wollte wahrscheinlich die ganzen Anlagen zerstören. 22. Oktober 1899. Nach vollzogener Ausblutung muss das Produkt vor dem Aufhängen und Ausweiden natürlich noch abgekocht, enthaart und abgeschabt werden. Zu diesem Zweck wird es durch den Dampfbehälter geführt. Dieser wird durch die Weiterleitung überschüssiger Hochdruckluft der Motoren über den Boiler und einer Reihe großer Kupferrohre in einer Steinkammer direkt unter dem Arbeitshaus bei konstanter Temperatur gehalten. Im Zentrum der Maschine befindet sich eine Komponente, die bei konstant niedriger Temperatur gehalten werden muss. Diese Komponente steuert die Verarbeitung des Produkts im gesamten System. Darüber hinaus stellt die Kühlung den wichtigsten Aspekt zur Beibehaltung der Produktqualität dar. Und diese erfordert ebenfalls, dass Hitze aus bestimmten Maschinenteilen abgezogen wird. Demzufolge werden zwei Probleme zu einer einzelnen Lösung kombiniert. Die Hitzereduktion in einigen Bereichen und die benötigte erhöhte Hitze in anderen. Steuerfelder ziehen mithilfe von vom Boiler geregelten Konvektionsprinzipien Hitze ab und schicken über ein Rohrsystem eiskalte Luft in die Richtung und überhitzte Dämpfe in die andere. Oh, mich gerade mal gerade hinsetzen. Schicke Lampe. Gut, das Skelett macht mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sorgen als der Zettel. Aber gut. Ich will gar nicht wissen, wie ekelhaft das stinkt. Ach komm schon. Das war im ersten Teil schon gruselig. Aber jetzt nochmal? Was soll diese Elektrizität? Jetzt kommen wir aber wirklich zum Teil, wo ich absolut keine Ahnung mehr habe. Alter, ist das Kacke? Die da... Soll das Kacke sein? Hallo? Ich höre ein Schrein, aber ich weiß nicht wo. Hallo? Alter, was ist denn das jetzt hier für ein Kacklabyrinth, Mann? Naja, ich glaube, ich bin richtig gegangen. Okay, ich glaube, da müssen wir hin. Schleusentor 2. Müssen wir da runter in die Pampe rein, oder... Hallo Schweinemaske, wie auch immer du da hinkommst. Wisst ihr was, ich gehe einfach mal da unten in die Pampe rein.
I. Au! Müssen wir das dort öffnen? Kommt er überhaupt nicht weiter rein, merke ich gerade. Schleuse 1. 1. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und in die Kanalisation entkommen. Sie erinnern mich an meine eigenen Grenzen. Hier ist nicht Schelm und ich bin kein was auch immer. Zumindest noch nicht ganz. Die Hitze, die durch das geöffnete Halten des Zugangs dazwischen erzeugt wird, ist daran schuld. Wir können sie nicht einfach mit Kühlmitteln umgeben, wie im Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperatur dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und überriechend ist, überhitzen sie leicht und ihre Dualität reißt sie entzwei, da der andere Ort aus ihren Zellen und ihren VT-Splittern fliegt. Sie leben sporadisch in unvorhersehbaren Stößen aus einer Welt in die andere und wieder zurückgerissen. Ein paar Sekunden lang sind sie Kreaturen dieser Welt, dann werden sie ihn fortgerissen und verlieren ihre körperliche Gestalt. Diese ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sich ziemlich verrückt gemacht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werde meinen treuen Arbeitern dort nicht mehr hereinlassen. Diese Orte sind nun verdammt, die Domizile gescheiterter Experimente, Geistern der Angst und der Boshaftigkeit. Oh, Telefon! Faster, Mantis. Drain the waters. Open the way to the bilge pumps. We are waiting for you. Der Typ ist auch im Wasser. Anscheinend auch da, wo meine Kinder sind. Also die Kinder von Mantis sind. Aber so wie der sich gerade angehört hat, will... Och nein. Leute, ich habe ehrlich gesagt das absolute ungute Gefühl, dass der Typ auch ein Schwein ist. Ne? Genau so. Okay. Das ist neu. Hallo, Schwein. Nee, das ist... Alter, hier ist überall Kacke, ne? So, über die Brücke sind wir gelaufen. Ja oder nein? Doch, sind wir. Über, ja, genau. Um zu dem einen Schleusentor zu gelangen. Von da kommen wir. Okay. Dann würde ich sagen, folgen wir doch einfach mal dem Weg des Schweins. Das Schwein ist da oben lang. Wo auch immer da jetzt eine Flasche drin liegt. Und was auch immer das hier unten macht. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Madness, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you said about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Ja, so
man sich Sponsoren an Land ziehen, ne? Warum nicht? Gut, dass wir den Weg auch nochmal gegangen sind. Jetzt gehen wir aber doch den Weg des Schweins. Da liegt ein Zettel. Zettel! 17. Februar 1899. Hä, mir ist heiß. So langsam wird's hier drin echt heiß. Ich glaube, ich muss gleich den Ventilator anmachen. Ich sehe den jetzt leicht auf der Audiospur. Ich hoffe, dass man ihn nicht übermäßig hört. Und ich sagte, schaut, meine Lieblinge, könnt ihr sie sehen? Und sie sagten, ja, Papa, ja, wir sehen sie. Eine hohe, verwitterte Spitze ist einer steilwandigen Pyramide, ganz ähnlich denen in Ägypten. Steine platzen vom Gipfel ab, Ranken verflechten sich mit den Stuckschlagen, die auf den Stufen gedeihen. Eine spürbare Stille, ein Gewicht des Vergessens. Und hier hat der König gesessen und hier haben die Priester gelebt. Dieses Haus hier, dies ist das Haus der Toten. Und hier, wo die Sonne scheint, hierhin warfen sie die Herzen, die nicht verbraucht wurden. Nein, meine Lieblinge, wilde waren sie auf keinen Fall, wisst ihr? Sie glaubten daran, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte und sie glaubten absolut daran, dass Blutopfer der einzige Weg war, dies zu verhindern. Vielleicht, meine Lieblinge, vielleicht lagen sie völlig falsch. Oder vielleicht war ihre Tragödie, dass sie nicht genügend Blut vergießen konnten, um das Herabfallen des Himmels zu verhindern. Schleuse 2. Mendes, nachsinnflutlich. Das war's. Jetzt kann ich diese seltsame Dekontaminationskammer wieder betreten und meinen Weg fortsetzen. Das Wasser wird zurückgedrängt und der Weg zu Bilge freigemacht. Dort kann ich den Rest dieses schmutzigen Stroms zurück in die Themse leiten, wo er hingehört. Und mir so den Weg ins Zentrum der Maschine ebnen. Die Viecher sind ja... Lassen wir mal den Druck ab. Die Kontaminationskammern, Alter, verdammt. Abfallen lassen. Tür schließt sich. Gas freisetzen. Gas steigt, also Druck steigt, abfallen lassen, öffnet sich, Strom abschalten. Weiter geht's. Ich hoffe, man hört den Ventilator echt nicht so krass laut irgendwo im Hintergrund. Aber Tobi, du arbeitest doch als Kältemechatroniker, warum hast du keine Klimaanlage? Weißt du, wie viel das kostet? Hallo Schwein. Oh. Oh, machen jetzt fetten Kampf. Alter, das eine ist fetter als das andere. Ach, das eine läuft gerade und es läuft gebückt. Ist das der Big Boss oder was? Geht denn da ab, bitteschön? Ein Horst voller Monstrositäten. Oh Gott, ein ganzer Schwarm dieser verdorbenen Kreaturen. Nicht mein Denken, sondern meine Instinkte haben mich bisher gebracht und ich bin mir sicher, dass es irgendwo in diesem feuchtkalten Komplex einen Weg gibt, der noch weiter nach unten führt. Ich werde ihnen nicht in die Gesichter schauen, während sie ihrem finsteren Handwerk nachgehen. Und dennoch sehe ich ihnen beim Schlafen und Essen und Spielen zu. Sie sind so menschlich, so kindlich. Und ich werde nicht an das Geschehene denken, an die Stühle, die Käfige. Und werde nicht daran denken, wie solche Monster geschaffen werden. Du machst die selber. Alter, das ist... Das ist richtig krank, wie ich finde. Also,
Es mag ja nicht so gruselig sein. Aber krank. Krank, meine Freunde. Das seht ihr selbst. Das ist es auf jeden Fall. Das ist so hardcore. Und diese Musik im Hintergrund einfach. Was zum Henker? Ich höre hier irgendwo was laufen. Da schläft es. Da schläft noch eins. Dann weiter hinab, hä? Wir müssen wahrscheinlich im Endeffekt nach unten. Fuck. Alter, das Spiel ist... Jetzt hängt meine Kamera schon wieder. Mann. Was soll denn das? Ich spiele jetzt aber... müssen weiter nach unten. Es gibt keinen anderen Weg. Sorry, dass jetzt wieder mal die Kamera ausgefallen ist, aber... Was ist das denn bitte? Ich glaube, wir sind am Boden der Tatsache angekommen. Wir sind hier in der Kanalisation fast vom Ende. Bilgpumpe, Wartungszugang von Ebbe zu Rückgrat. Wir sind jetzt im letzten Teil, so wie das vom Bild her aussieht. Leichentuch, Unbehagen, ein Stumpf ohne Blut. Lilly ist voll mit Maden, Lilly ist tot. Sie träumt vom Dschungel, strömt durch ihren Kopf, entfacht ihren Kopf. So, Freunde, dann kümmere ich mich jetzt mal wieder um die Kamera. Mann, das ist so nervend.